die Yucatan-Halbinsel im Süden Mexikos. Eine unermessliche Weite unbewohnten Dschungels. Heute ist es eines der bevölkerungsärmsten Gebiete in ganz Mexiko. Inzwischen dringen Scharen von Wissenschaftlern in Yucatans verborgene Winkel vor und machen erstaunliche Entdeckungen. Unter anderem finden sie Beweise dafür, dass dieser Naturraum vor 2500 Jahren nicht menschenleer, sondern voller Leben war. Dass mächtige Herrscher gewaltige Städte hier erbauten. Doch dann passiert etwas, das diese imposante Kultur von der Landkarte wischt. Was ist hier geschehen? Wer waren diese Menschen? Und wohin sind sie verschwunden? Begeben wir uns auf die Suche nach dem Vermächtnis der verschollenen Maya. Tief in der mexikanischen Region von Yucatan erheben sich die Ruinen einer lang vergessenen Stadt mit dem Namen Kiwik aus dem Dschungel. Im Jahre 800 erbaute hier ein indigener Herrscher eine beeindruckende Schreinpyramide, 9 Meter hoch, aus 20.000 geschnittenen Steinblöcken aufeinander gestapelt. Die alten Maya legten unter solchen Pyramiden oft Königsgräber an. Also folgt der Archäologe George Bay kurzerhand seinem Instinkt und bohrt einen senkrechten Schacht in die Kiwix-Pyramide. Seit 3 Jahrzehnten schon erforscht George Bay die Geheimnisse der nur wenig bekannten Maya-Völker dieser Region, der sogenannten Nord- oder Puuc-Maya. Nachdem Tonnen an Gestein beiseite geräumt sind, beginnt sich das Rätsel langsam zu lüften. We have surprises. Schon nach 6 Metern macht er eine entscheidende Entdeckung. Für das untrainierte Auge sieht es genauso aus wie das restliche Abraummaterial. Oh yeah. Oh Mann. This is fantastic. Schau dir das an, das ist fantastisch. Das ist ein Gewölbestein mit einer unverwechselbaren Form. Hier ist die Vorderseite ganz glatt. Die Rückseite ist abgewinkelt und so in der Wand verankert. Diese speziellen Gewölbesteine wurden nicht beim Pyramidenbau verwendet. Sie dienten zur Abstützung von Gebäudedecken. Doch unerklärlicherweise befindet sich hier ein solcher tief unten in der Pyramide. Und als sie noch tiefer unter dem Sockel der Pyramide graben, stoßen sie auf etwas, das hier ganz und gar fehl am Platz ist. Das Fundament eines uralten Bauwerks. Das ist eine ganz andere Struktur in Form eines stufenförmigen Schuttkegels. Kannst du es einordnen? 400, 500? Die Pyramide stammt aus dem Jahr 800. Die Analyse von Keramikscherben aus dem Unterbau datiert diesen auf das Jahr 500, also 300 Jahre älter. Aber diese Zeit kann unmöglich stimmen. Um zu verstehen, warum, ist es notwendig, die Anfänge der Maya-Kultur weiter südlich zu betrachten, 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die Wiege der Maya, so wird allgemein angenommen, befindet sich im Mirador-Becken im Norden Guatemalas. Hier haben frühzeitliche Könige den Dschungelboden aufgeschüttet, um imposante Siedlungen zu schaffen. Im folgenden Jahrtausend entwickelt sich ihre Zivilisation zu der fortschrittlichsten Kultur auf amerikanischem Boden. Sie beherrschen Mathematik und Astronomie, perfektionieren gar die erste Schriftsprache der westlichen Hemisphäre. Doch im Jahr 700 nach Christus findet plötzlich ein massiver Zerfall statt. Krieg, politische Unruhen und Hungersnöte erschüttern die Welt der Maya.
Sie geben ihre Städte im Süden auf und Horden von Flüchtlingen fliehen nach Norden auf die Halbinsel Yucatan. Davor war Yucatan menschenleer. Die Umsiedler überfluten es geradezu und bauen auch ihre Königreiche wieder auf. Ein König lässt sich in Kiwik nieder, gründet die Stadt und erbaut eine Pyramide. So zumindest die wissenschaftliche Annahme. Bis jetzt. Mit der Entdeckung der frühzeitlichen Grundmauerwerke passen die Jahreszahlen nicht mehr zusammen. Das Fundament stammt aus dem Jahr 500. Doch der Flüchtlingsstrom der Maya soll hier erst 2 Jahrhunderte später angekommen sein. Gab es hier in Kiwik vielleicht doch schon frühere Bewohner? Rund 25 Kilometer entfernt stellt eine andere Entdeckung die Wissenschaftler vor weitere Rätsel. Aus Angst vor Plünderern wird deren genaue Lage streng geheim gehalten. Nur 3 Archäologen haben den Fund bisher persönlich in Augenschein genommen. Unter ihnen ist Fatima Tekpul. Es ist nicht ganz einfach, zum Fundort zu gelangen. Er befindet sich 70 Meter tief unter der Erde, auf dem Grund einer Höhle. Könnte mir jemand meine Handschuhe reichen? Das ist ein eingeschränkter Durchgang. Hier gab es eine Wand, die den Zutritt in 2 getrennte Bereiche markierte, einen weltlichen und einen sakralen Teil. In der Vorstellung der Maya galten Höhlen als Wohnstätte der Götter. Ihre Priester unternahmen an religiösen Feiertagen Wallfahrten hierher, bei denen sie mit Hilfe halluzinogener Pflanzen Kontakt mit ihren Gottheiten aufnahmen. Das Archäologenteam dringt tiefer in die Höhle vor. Die Maya-Priester verwendeten Seile aus Kletterpflanzen, um hierher zu gelangen. Doch selbst mit moderner Ausrüstung benötigt Fatima 3 Stunden für den Abstieg. Als sie schließlich die heiligste Stelle der Höhle erreicht, entdeckt sie Wandmalereien. Eine nutzt die natürlichen Konturen der Höhle, um einen einzigartigen dreidimensionalen Jaguar zu erzeugen. Eine andere schildert eine mythische Jagd zwischen einem geisterhaften Jaguar und einem Wildtier. Fatima hat schon viele Artefakte in Maya-Höhlen erforscht. Noch nie aber ist sie dabei auf solche Zeichnungen gestoßen. Sie sind eindeutig den Maya zuzuordnen, aber ihre ungewöhnliche Ausführung lässt darauf schließen, wer auch immer sie gemalt hat, gehörte nicht der südlichen Maya-Kultur an. Die stilistische Analyse der Höhlengemälde und Keramikgefäße ergibt eine zeitliche Einordnung ungefähr 100 Jahre vor Christus. Das macht sie zu den ältesten bisher entdeckten Maya-Malereien in Mexiko. Die Gemälde stammen aus der Frühzeit der Maya-Kultur, der sogenannten vorklassischen Periode. Das war 800 Jahre, bevor die Flüchtlinge aus dem Süden in Yucatan ankommen sollten. Wer also schuf diese Wandbilder? Funde an einem weiteren Ausgrabungsort beantworten vielleicht diese Frage. Der mexikanische Archäologe Tomás Gallarreta Negrón ist dabei, eine gewaltige Stadt aus Stein auszugraben. Die Existenz von Choknu Cay war bis vor kurzem völlig unbekannt.
Als wir hier mit den Ausgrabungen begannen, war noch alles vollkommen zugewuchert. Deshalb hatten wir keine Ahnung von den Ausmaßen und Schätzen dieses Bauwerks. Unter dem Urwalddickicht entdeckt das Team eine atemberaubende Konstruktion. Dieser massive erhöhte Platz befand sich 8,5 Meter über dem eigentlichen Dschungelboden. Als Maya der damaligen Zeit wäre ich beeindruckt gewesen von der Kraft dieses Ortes. Im zentralen Innenhof fanden mehr als 1000 Menschen Platz. Sie stiegen hinauf auf die große Plattform, wo Rituale und Feierlichkeiten abgehalten wurden. Monumentale Bauwerke wie dieses findet man im Norden erst nach dem Niedergang des Südens, ab dem Jahr 700 nach Christus. Deshalb sorgt die Radiokarbon-Datierung der Anlage erneut für Erstaunen. Wir fanden heraus, dass diese gewaltige Konstruktion 2500 Jahre alt ist. Sie ist eine der größten bekannten Bauten um das Jahr 500 vor Christus herum. Die Fundstücke aus Shouknu Cay verblüffen den Archäologen. Basaltwerkzeuge aus dem entlegenen Belize, Muschelhorn aus dem 1000 Kilometer entfernten Veracruz und exquisiter Jade aus dem Hochland Guatemalas. Diese Funde weisen Shouknu Cay als einflussreiches Drehkreuz innerhalb eines internationalen Handelsnetzes aus. Ein vollkommen neues Bild der nördlichen Maya-Kultur zeichnet sich ab. Doch wenn Shouknu Cay ein kosmopolitischer Mittelpunkt der blühenden Kultur im Norden war, wo ist dann der Rest dieses Reiches? Fast 100 Kilometer entfernt, etwas außerhalb der heutigen Yucatan-Stadt Mérida, fördern die Grabungen für ein neues Straßennetz zufällig eine große Anzahl von Siedlungen zutage. 190 neue Maya-Dörfer, die erst noch genau datiert werden müssen. Die Karte des alten Yucatan muss fortlaufend wegen neu entdeckter Orte aktualisiert werden. In Kivik leistet George Bays Team Detektivarbeit. Sie räumen eine Seite der Pyramide frei, um herauszufinden, warum dieser für Pyramiden gänzlich untypische Gewölbestein hier verbaut wurde. Üblicherweise stützte man damit das Deckengewölbe eines Gebäudes. Ein weiterer Fund lässt die Forscher stutzig werden. Das hier haben die Arbeiter gefunden. Sie wollten es schon wegwerfen, als sie beim Umdrehen bemerkten, dass es sich um eine Skulptur handelt. Gemeißelte Gesichtszüge. Hier sind die Nase und die obere Mundhälfte. Man muss nur herausfinden, was dieser Teil über dem Gesicht darstellt. Vielleicht Teil eines Kopfschmucks oder einer Maske, die dieser Herr getragen hat. Solche Skulpturen dienten den Maya oft als Schmuck an den Fassaden der antiken Königsbauten. Dieser Fund bedeutet einen Wendepunkt. Unter der Pyramide befindet sich kein Königsgrab, sondern ein königlicher Palast. Weitere Ausgrabungen enthüllen den Eckpunkt eines Gebäudes. Es handelt sich um den oberen Teil des erhaltenen Gebäudes und das ist ein sogenanntes Formbruchstück.
Der Eingang ist immer noch durch diesen Schutthaufen blockiert. Der Bau war farbig verputzt. Hier sind noch Reste davon. Während das Team die Pyramide langsam freilegt, kommt der geheimnisvolle Palast zum Vorschein. Er besteht aus drei Gebäuden, einem Tempel auf der einen Seite, den königlichen Gemächern auf der anderen und einem Thronsaal in der Mitte. Doch was veranlasste den König, eine Pyramide über dem Palast zu errichten? Für die Maya können Orte eine spezielle Macht besitzen. Es ist für sie nicht ungewöhnlich, ein Bauwerk über einem anderen zu platzieren, weil heilige Orte machtvoll und deshalb bedeutsam sind. Für George Bey handelt es sich bei dem Erbauer des Palastes in Kiwik um einen frühen König, vielleicht sogar den Gründer dieses Herrschergeschlechts. Indem ein nachfolgender König die Pyramide über der Residenz seines Vorfahren platziert, stellt er eine direkte Verbindung zu dessen Machtstellung her und erhöht somit seine eigene. Der Palast ist noch aus einem anderen Grund bemerkenswert. Der Erbauer der Pyramide war kein später Übersiedler aus dem Süden, sondern entstammte dem angesessenen königlichen Geschlecht aus Kiwik. Sämtliche Belege aus der riesigen Anlage in Choknukay und den rituellen Höhlen im Norden lassen nur eine Schlussfolgerung zu. Es muss in Yucatan eine bislang unbekannte große Maya-Gesellschaft existiert haben, genauso alt und mächtig wie die Maya-Kultur des Südens. Wir können heute nicht mehr mit Gewissheit sagen, wo genau die Maya-Kultur ihren Ursprung nahm. Es mag mehrere Wiegen gegeben haben. Doch der Süden hat seinen Alleinanspruch verloren. Die bestätigte Existenz dieser nördlichen Megagesellschaft wirft immer mehr Fragen auf. Wer waren diese untergegangenen Maya? Und warum waren sie bis heute vergessen? Von einem nahen Aussichtsturm aus ist es leichter, die gesamte Ausgrabungsstätte zu überblicken. Für George Bey war Kiwik die urtypische Stadt des Nordens. Zunächst glaubte der Archäologe, die Ausmaße der Stadt seien auf den unmittelbaren Kernbereich um die Pyramide herum beschränkt. Aber im Umkreis von 2 Kilometern entdeckten sie ein ausgedehntes Anwesen auf einem Hügel mit einer wuchtigen Außentreppe. Ein Anzeichen dafür, dass Kiwik das Zentrum eines größeren Komplexes bildete. Jeden Morgen erklimmt das Ausgrabungsteam den 60 Meter hohen Hügel. Die alten Maya hätten genau denselben Weg hier heraufgenommen. Heute sehen wir vielleicht nur einen Haufen Steine. Im Jahr 850 stand man hier am Fuß einer monumentalen Treppe, die hinauf zu einer Art Palast oder einem großen Haus führte. Auch für heutige Verhältnisse eine palastartige Bauweise. Sie haben die Anlage Stairway to Heaven, Himmelsleiter, getauft. Wer aber war reich und kühn genug, ein solch übertriebenes Anwesen zu bauen? Die Doktorandin Stephanie Sims sucht nach Antworten unter dem Fußboden von einem der 22 Steinbauten, die den Komplex bilden, und findet eine interessante Spur. Ich befinde mich unterhalb des eigentlichen Fußbodens dieser höher gelegenen vornehmen Dreizimmerresidenz. Und hier direkt unter dem Boden bedecken ein paar Schlusssteine einen Depotfund.
Die Opfergabe besteht aus einer Schüssel und einem Teller aus Keramik, die anscheinend unter dem Boden platziert worden sind, als das Haus gebaut wurde. Es ist schon gleich verdächtig, wenn ein Teller verkehrt herumliegt, so wie hier. Unter dem Teller kommen Bruchstücke von Hinweisen zum Vorschein. Winzige Fragmente stark zersetzter Knochen. Ich kann auch nicht sagen, ob menschlichen oder tierischen Ursprungs, aber ich vermute eher menschlich. Die großen seitlichen Abdecksteine könnten noch etwas anderes verbergen. Es war gängige Praxis der Maya, die bereits entfleischten Knochen ihrer Vorfahren umzubetten. Man nennt das Sekundärbestattung. Wir nehmen an, dass bei den Sekundärbestattungen Knochen oder andere Überreste von Familienmitgliedern umgebettet wurden, um die neu erbaute Stätte zu weihen. Als die Abdecksteine angehoben werden, finden sie zunächst nur Dreck. Doch dann menschliche Zähne. Das bestätigt unseren Verdacht. Es ist eine menschliche Bestattung. Hier ein unterer Schneidezahn. Da sind noch mehr. Mal sehen, wie viele es sind. Der säurehaltige Boden hat alles schon stark zersetzt, aber Stephanie kann Überreste eines Schädelknochens sowie Arm- und Beinknochen identifizieren. Das zeigt uns ganz klar, die vergrabene Opfergabe ist diesem Haus gewidmet. Im Labor stellt Stephanie erfreut fest, dass der Besitzer des Schädels noch keine Zahnseide benutzte. Deshalb findet sie auf den Zähnen 1200 Jahre alte Plaque. Die chemische Analyse der Speisereste in der Plaque verrät Stephanie einiges über die Wohlstandsverhältnisse des Besitzers. Ich finde eine größere Vielfalt an Pflanzennahrung, Zutaten in Eintöpfen und Suppen wie Kürbis, Bohnen, Baumfrüchte, Pfefferschoten. Die Fülle der Nahrungsmittel lässt darauf schließen, dass die Bewohner dieses Anwesens mit der Himmelstreppe hauptsächlich Plantagenbetreiber waren, mit ausgedehnten Farmen in den Tälern. Bei der Begutachtung der benachbarten Hügel tut sich ein Muster auf. Das Team entdeckt, dass es neben diesem hier noch Dutzende weiterer Anwesen gibt. Die Landwirtschaft scheint lukrativ gewesen zu sein, was ein weiteres Mal durch die Zahnanalyse bestätigt wird. Hier haben wir eine in Mittelamerika wirklich sehr häufig vorkommende Zahnmodulation. Es wurde viel gefeilt. Manchmal findet man Inlays aus Jade, Grünstein oder Pyrit. Auch heute noch tragen hier einheimische Mundgrills aus Edelmetallen und Schmucksteinen. Es wurde als schön empfunden, eine Kosmetik, die Reichtum anzeigte. Andere Anzeichen für den ausgedehnten Wohlstand der Region tauchen auf. Es sind die vielen Nebengebäude aus Stein, fachmännisch errichtet und eine Seltenheit im frühen Zentralamerika. Ja.
Das ist erstaunlich. Hier lebte keine arme, bäuerliche Schicht unter den Händen einer kleinen, königlichen Elite. Wohlstand und Komfort waren fast der Hälfte der Bevölkerung vergönnt. George Bey und sein Team stellen eine provokante These auf. Kiwik mag Amerikas erste Mittelklasse hervorgebracht haben, fast ein Jahrtausend vor Nordamerikas kolonialer Mittelklasse. Diese Menschen hatten wohl Möglichkeiten, konnten eigenes Land erwerben. Amüsant sich das vorzustellen, sie lebten wahrscheinlich den Maya-Traum. Wenn es den Maya-Traum je gegeben hat, dann hier in Kiwik. Es schmiegt sich in die üppige Region Puuk in Yucatan. Der Boden ist fruchtbar, natürliche Ressourcen reichlich vorhanden. Anscheinend der ideale Platz, um sich niederzulassen. Bis auf ein Hindernis. Die Region Puuk hat kein Wasservorkommen, keine Flüsse, Seen oder Bäche. Die Menschen hier mussten Regenwasser leiten, sammeln und verteilen. Wie haben sie das gemacht? Nur knapp 100 Meter entfernt von dem Himmelsleiter-Anwesen fand der Archäologe Bill Wingle die Antwort. Es gibt hier starke Niederschläge, aber nur 6 Monate im Jahr. In der restlichen Zeit trocknet alles aus. Es fällt praktisch kein Regen. Das war einer der wichtigsten Anpassungsprozesse der Puuk Maya in dieser wasserarmen Gegend. Diese unterirdische Höhle ist tatsächlich eine von Menschen erbaute Zisterne, ein sogenannter Chultun. Es handelt sich um eine ausgeklügelte Konstruktion, die aus dem Kalksteinuntergrund gehauen wurde. Hier können wir sehen, wie diese Chultuns aufgebaut sind. Zuerst mussten sie durch den harten Schiefer bohren. Sobald sie auf den darunterliegenden, weicheren Mural stießen, wurde eine große Kammer ausgehoben. Im letzten Arbeitsschritt kam eine dicke Schicht rosafarbener Gipsputz darauf. This pinkish material. Der Gipsputz diente als wasserdichte Beschichtung. Die Maya konstruierten ihre Innenhöfe, Dächer und Plätze derart fachmännisch, dass jeglicher Niederschlag in 8 auf dem Anwesen verteilten Chultuns aufgefangen wurde. So fungierte die Hügelspitze als riesiger Wasserbehälter. Wie viele Menschen versorgte dieses raffinierte Wassersystem? Um das herauszufinden, wenden Bill Wingle und Ingenieur Andrew Willis ihre eigene innovative Methode an. Dieser LiDAR-Scanner sucht die Oberfläche optisch mit einem Laserstrahl ab. Auf diese Weise kreiert der Laser ein 3D-Modell des Chultuns. Die Scans zeigen, dass die Zisternen ein durchschnittliches Wasservolumen von 38.000 Litern haben. Den täglichen Verbrauch einer 6-köpfigen Familie kalkulieren sie mit 102 Litern. Ein Chultun konnte also 7 Familien 3 Trockenmonate lang versorgen. Diese hochentwickelte Wasserversorgungsanlage bildet die flüssige Lebensgrundlage für Orte wie die Himmelsleiter und für Dutzende weiterer prachtvoller Königreiche. Und an der Spitze eines solchen Unterbaus saß eine königliche Elite. George Bey hat Spuren ihres erstaunlichen Reichtums gefunden, versteckt im Dschungel, die Ruinen eines majestätischen Palasts.
Er repräsentiert eine Zeit, in der die Königsfamilie in Kiwik enorme Reichtümer angehäuft hatte und dies durch den Bau dieses monumentalen Palasts auch zeigen wollte. Kiwiks König hatte die Pyramide über seinem alten Palast erbaut. Also verbesserte er seine Wohnverhältnisse kurzum auf dem angrenzenden Grundstück durch 15 luxuriöse Hauptgebäude und 2 Zeremonienplätze. Aus früheren Funden schließt George Bey, dass sämtliche Gebäude farbig verputzt und mit Skulpturen versehen waren. Im Jahr 800 nach Christus besteht die Maya-Kultur des Nordens bereits seit 1500 Jahren. Die Menschen haben diesen unwirtlichen Lebensraum bezwungen. Ihre Bewässerungstechnik erlaubt großflächigen Ackerbau. Dies wiederum schafft Reichtum für ihre Könige sowie Wohlstand für eine neue Mittelschicht. Doch neben George Bays Entwurf einer blühenden Gesellschaft finden seine Teamkollegen Bill Wingle und Tomás Gallarreta Negrón auch Anzeichen für eine beunruhigende politische Entwicklung. 32 Kilometer von Kiwik entfernt thront majestätisch die Stadt Uxmal. Im Jahr 800 war sie zur einflussreichen politischen Hauptstadt der Region aufgestiegen. Wahrscheinlich kamen die örtlichen Könige wie der König von Kiwik hierher, um diplomatische Gespräche zu führen und Uxmals Königshaus ihre Aufwartung zu machen. Bill Wingle zeigt seinen Kollegen eigenartige Veränderungen, ein unübersehbares Detail, das um das Jahr 800 an den Fassaden hinzugefügt wurde. Dieses winzige Bildnis hier ist wirklich interessant. Eine gefiederte Schlange, eigentlich 2, die über die Fassade ineinander verschlungen sind. Bill Wingle hält die Schlangen für das Symbol eines machtvollen religiösen Kults mit dem Namen Quetzalcoatl oder die gefiederte Schlange. Vielleicht sollte man Quetzalcoatl statt als Kult besser als politische Ideologie mit religiösen Untertönen betrachten. Kult ist der falsche Begriff, weil er unbedeutend und nicht staatlich suggeriert. Dabei handelte es sich aber um eine etablierte politische Richtung. Die Aufnahme in diesen Kult verlangte auch von den hiesigen Königen, sich einem strengen Initiationsritus zu unterwerfen. Häufig nahmen die Priester das neue Mitglied tagelang in Beschlag. Dabei wurde es auch Ritualen der Selbstkasteiung unterzogen. Die Zeremonien der Aufnahmerituale verlangten Blutvergießen. Der eigene Penis oder ein anderes Körperteil musste durchbohrt werden. Eine andere Darstellung auf der Außenfassade beschreibt die Reise eines Eingeweihten. Ein kleiner Mann wird von einer gefiederten Schlange ausgespien. Man sieht, wie der kleine Mann durch den Schlangenkörper wandert und dabei sein Wesen verwandelt, aufgrund der vollzogenen Initiationsrituale. Der Nachweis von Quetzalcoatl in Uxmal deutet auf eine Ausbreitung des Kultes im gesamten Norden hin. Daher rührten die politischen Spannungen in der Zeit um das Jahr 800, als immer mehr Könige der neuen Ideologie verfielen. Es mag eine Rivalität vorangetrieben haben zwischen den Anhängern dieser neuen Ideologie und den Anhängern der traditionellen Ideologie der Maya. Am neuen Palast in Kiwik findet George Bey weitere Indizien für den Zusammenbruch der Maya-Kultur noch während ihrer Blütezeit. Der große Steinhaufen vor diesem Gebäude hier macht zunächst irgendwie keinen Sinn. Auf beiden Seiten davon stehen sehr schöne Häuser mit elegant angelegten Räumen und dazwischen dieser Schutthaufen.
Wir halten es für die Überreste einer Außentreppe, die Arbeitern den Zutritt in den ersten Stock ermöglichte. Da vorne ist noch ein Gerüstsystem, das die Maya bei ihrer Bautechnik benutzt. Das Baugerüst zeigt an, dass man hier die Bauphase sieht, kein fertiggestelltes Gebäude. Anzeichen für einen plötzlichen Baustopp finden sich auch noch an einer anderen Stelle. Die Mauern des zweiten Stockwerks wurden zwar angelegt, aber nie hochgezogen. Was war es, das Kiviks Aufstieg so plötzlich zum Stillstand brachte? Krieg wäre eine mögliche Erklärung. Doch werden weder Pfeilspitzen noch Speere gefunden. Oben auf dem Hügel des Himmelsleiter-Anwesens findet das Team indessen heraus, dass hier die Bauarbeiten zur selben Zeit und genauso abrupt zum Stillstand kamen wie am Palast im Tal. Die Bewohner mussten jedoch nicht um ihr Leben rennen. Alles sieht nach einem geordneten Aufbruch aus. Kochgeschirr hängt sorgfältig an Haken oder ist an den Seiten der Räume aufgestellt. Sie wurden unversehrt zurückgelassen und zerbrachen erst, als die Gebäude anfingen einzustürzen. Hinter dem Haus finden sie noch einen augenfälligen Hinweis. Das ist ein Mutate. Die Oberfläche dient zum Mahlen von Korn. Damit war eine Hausfrau einen Großteil des Tages beschäftigt. Mutates waren so gebräuchlich in den Küchen der Maya, wie es heute Mikrowellenherde in unseren sind. Diese hier sind aber besonders aufschlussreich. Diese Mutates wurden alle zur Seite gedreht. Einen 100 Kilo schweren Stein auf die Seite zu drehen, dahinter kann sich nur eine bestimmte Absicht verbergen. Hätten sie es vor ihrem Aufbruch nicht umgedreht, hätte es sich mit der Zeit mit Wasser, Pflanzen und Insekten gefüllt. Durch das zur Seite drehen ist die Oberfläche sogar heute noch ziemlich sauber. Deshalb erzählt dieser kleine Stein eine große Geschichte. Sie gingen fort mit dem Hintergedanken, eines Tages zurückzukehren. Was könnte das sorgfältig geplante Verlassen des Anwesens und den abrupten Abbruch der Bauarbeiten verursacht haben? Darüber geben Kiviks Ruinen keinerlei Auskunft. Aufschluss hierüber gibt vielleicht ein 100 Kilometer entfernter See. Puuk hat keine eigenen Wasserquellen. Aber am Rand der Region liegt ein kleiner See mit dem Namen Chichanganap. Hier haben Wissenschaftler Bodenproben am Grund des Sees entnommen, um Veränderungen des Klimas zu untersuchen. Im Labor der Universität von Florida liefern sie dem Geologen Mark Brenner aufschlussreiche Erkenntnisse. Die Bodenproben vom Grund des Chichanganap auf der Yucatan-Halbinsel sind wundervolle Speicher einer vergangenen Umweltgeschichte. Von diesen Sedimenten hier oben aus bewegt man sich im Prinzip in der Zeit rückwärts, je weiter man nach unten kommt. Dort unten sind hübsche braune organische Ablagerungen. Dann sind da plötzlich diese weißen Schichten. Das ist Calciumsulfat. Diese Salzart kommt im Chichanganap-See auf natürliche Weise vor. Die Herkunft der Calciumsulfatschichten erklärt sich mit Hilfe eines Experiments mit einem Glas Salzwasser. Ist genug Wasser verdunstet, kristallisiert sich das Salz heraus. Das passiert in Zeiten von Dürre. Salz setzt sich schichtweise am Boden des Sees ab. Die Salzschichten protokollieren jene Zeitspanne, in der der Wasserspiegel des Sees abfiel.
Aber wann genau war das? Als Mark Brenner die Calciumsulfatschichten durch die Radiocarbon-Methode zeitlich erfasst, entdeckt er eine verblüffende Gleichzeitigkeit. Die Altersbestimmung dieser Probe hat überrascht. Sie zeigt, dass eine Trockenperiode sich mit dem Zusammenbruch des Maya-Imperiums überschneidet. Eine lange Dürreperiode deckt sich zeitlich genau mit der Aufgabe Kiviks. Aber die Probe verrät noch mehr. Bei genauem Hinsehen findet man in den Bodenproben diese kleinen weißen Flecken. Das sind winzige Schneckenhäuser. Schneckenhäuser funktionieren wie Aufnahmegeräte. Sie können genauen Aufschluss über die Klimageschichte geben, weil sie zwei unterschiedliche Sauerstoffisotopen einschließen. In Trockenzeiten überwiegt der eine und kann chemisch herausgelöst werden. Die Analyse ergibt eine Abfolge von wiederkehrender, extremer Wasserarmut. Die Schnecken berichten von einer unglaublichen Trockenheit. So trocken wie in den letzten 7000 Jahren nicht mehr. Die Zisternen in Kiviks konnten die Menschen 3 Monate lang mit Wasser versorgen, ein paar Monate länger mit einer Notfallrationierung. Aber die Ergebnisse der Bodenanalyse zeigen, dass das nicht ausgereicht hätte. Wir fanden 8 solcher Salzschichten. Es handelte sich nicht bloß um eine massive Trockenheit, sondern um eine ganze Reihe von Dürren zwischen 3 und bis zu 20 Jahren. Irgendwann waren die Bewohner so erschöpft, dass sie nur noch eine Möglichkeit sahen. Sie nahmen mit, was sie tragen konnten. Den Rest verstauten sie sorgfältig. Sie glaubten, sie würden mit dem nächsten Regen zurückkehren. Immerhin hatten die Bewohner und der Königshof von Kiviks solche Trockenzeiten schon früher überlebt. Das extreme Ausmaß dieser Dürre war verheerend. Sorgfältige Vorkehrungen waren ihre einzige Hoffnung. Aber George Bey und Bill Wingle vermuten, dass durch den fremdartigen Kult der gefiederten Schlange das politische Gefüge dabei war, in sich zusammenzufallen. Bill Wingle glaubt, dass die politischen Verhältnisse derart außer Kontrolle gerieten, dass es kein Regierungssystem mehr gab, das in der Lage war, eine Rückkehr zu organisieren. Mit einer stabilen Regierung hätten die Maya des Nordens vielleicht überlebt. Doch es kam anders. So blieben von den bedeutenden Städten im Norden, genauso wie auch im Süden, innerhalb der nächsten 100 Jahre nur Ruinen zurück. Der menschenleere Dschungel von Yucatan erinnert uns heute daran, dass selbst die größten Zivilisationen untergehen können. Und dennoch, die Errungenschaften einer hochentwickelten Gesellschaftsform mögen untergegangen sein. Seine Nachkommen sind es nicht. Die Leute sagen, die Maya sind ausgestorben. Dabei gibt es heute immer noch Millionen von Maya-Muttersprachlern. Sehen Sie sich hier um und Sie schauen in ehrwürdige Maya-Gesichter. Sie haben überlebt und allen Widrigkeiten getrotzt. Überdauerten Klimakatastrophen, den Zusammenbruch ihrer Gesellschaft und später die Eroberung durch die Europäer. Ihre Gesichter erzählen von einer lang vergessenen Kultur, die sich langsam aus dem Schattendasein erhebt.